Moin Leute! Jetzt ist es am Herbst vorziehen, bin ich jetzt. Heute die letzten 3 Hektar zu ackern. Und dann nehme ich euch nochmal mit dazu. Da ja dann den Flug nochmal zählt sozusagen. So, da wir ja jetzt bis jetzt mit dem Bellflug geackert haben, ist ja die Beetaufteilung anders gewesen. Du hast ja in der Mitte oder außen 2 Ackerfurchen. Jetzt ist ja zukünftig bloß noch eine Ackerfurche auf einer Seite dann zum Schluss. Und aber hier war zum Beispiel jetzt eine Ackerfurche beim Beltflug hier außen. Und die nutzen wir jetzt gleich. Jetzt tue ich erstmal das nochmal rüberwerfen, dass ich hier einen ordentlichen Anschluss kriege. Da habe ich hier einen Oberlenker ziemlich weit ausgefahren. Und du das jetzt so rüberackern. Und ja, dass wir hier einen ordentlichen Anfang haben. Das ist ohne, weil das ist dann eben nicht unser. Die Ackerfurche muss eben, die hier, die Tiefe, die muss bleiben, weil das nicht meine ist. Und dass das alles ein bisschen ordentlich wird, machen wir erstmal hier so eine Starterfurche, die wir dann zurückackern. Wir haben jetzt gestern und heute, also die Nacht so ungefähr 10 Liter Regen gehabt. Und den Tag zuvor hatten wir 2 Liter Regen. Und aber das Wasser ist noch nicht fertig und Boden reingezogen. Es kommt unten drunter noch eine trockene Erde jetzt raus, wie zu sehen ist. Und ich habe gestern eben, wie gesagt, schon 2 Hektar geackert. Jetzt soll ich schon das Unkraut schieben. Das ist natürlich wieder ganz prima. So, mal gucken, ob es jetzt besser läuft. Jetzt auch schon. Also wir haben eben gestern die 2 Stück geackert, was hier ohne Herbstfurche für die Kartoffeln ist. Hier kommt der Schabafer hin, hier war Sommergerste jetzt gewesen. Und gestern war es natürlich so, dass es so gestiebt hat noch immer, weil die Erde eben trocken ist. Und wir hatten dazu Nieselregen. Und der kleine Traktor, der hat geklebt, und im Endeffekt schon Regen ist schon gröbst abgewaschen, die Seite klebt nur, deswegen sieht das so furchtbar aus. Aber wie gesagt, das sind die letzten 3 Hektar jetzt. Und dann ist für die Stoffhalter bald abgeschlossen. Dann kann ich mich meiner Maschinenpflege widmen, alles waschen und einräumen und da fertig machen. Das ist ja noch, steht ja noch alles an. Jetzt machen wir uns hier noch ein anderes, wo wir eben ungefähr einen aussetzen mit dem Flug. Zur Bodenbeugung jetzt, was vorher gelaufen ist. Wir haben eben die Sommergerste geerntet. Danach ist immer Stoppelsturz erfolgt. Im Juli. Könnte im Juli gewesen sein. Und seitdem ist nichts mehr auf dem Feld hier passiert. Aber aufgrund der Trockenheit ist eben ohne viel passiert mit unkrauttechnisch hier. Selbst eben der Rand, was ihr gesehen habt, die was Quecken sind, das ist eben immer so ein Problem. Aber sonst ist da nichts. So, dann machen wir hier erstmal ein anderes eben. Das ist ja eben Wintergerste von uns. Die sieht eigentlich soweit gut aus. Und jetzt machen wir hier noch ein anderes, wo wir einen Keil ausackern.
wir das sehen. Also wissen, das sind ungefähr vier Bräten, vier, fünf Flugbräten, was ich jetzt hier anreise. So. So, das ist eben so, was ich jetzt so, wie ich es jetzt immer gemacht habe. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es ihr so handhabt mit dem Keiler aus Ackern und so. Natürlich, wenn du noch einen Vario-Flug hast, ist es natürlich noch besser. Da kannst du schon eher anfangen, das auszuflügen, den Keil. Dass du ja ein bisschen mit der Flugbreite variieren kannst. Und ja, wie gesagt, könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so mit Keiler aus Acker macht. Ob ihr das auch so macht oder ob das abmäßt sogar oder was. Ich habe schon überlegt, ob ich mir 4-5 Flugbreiten irgendwie nehme oder was und das mal ausmesse und dann. Dass das ziemlich genau aufgeht. Aber jetzt habe ich es momentan jetzt so gemacht gehabt und damit der Variante bin ich eigentlich bis jetzt immer ganz gut gefahren. Angel, du hast eben manchmal, dass du ja bis ganz raus über die Linie rausackern musst, dass das halt manchmal so, dass du wieder das zweimal ackerst, dass du dann eine ganz schön uneben mit manchmal reinbringst. Aber das könnt ihr mir, weil das werden wir dann ja noch sehen, wenn es soweit ist. Und wie es aussieht, so ist es jetzt mein Erfahrung gewesen, die ich jetzt gemacht habe. Vom Flugbild her ist es soweit alles erstmal gut. Ich habe das alles nachgemessen, oh, die ganzen Werte, alles, ob der Flug richtig eingestellt ist, das passt alles soweit. Und das heißt manchmal, dass es nicht ganz gleichmäßig geackert hat, aber da bin ich mehr der Meinung momentan, dass das eben an der Trockenheit liegt im Boden, weil mir der Flug manchmal rausfliegt. Dass der nicht reinzieht. Und wie gesagt, dass letztendlich kann ich das dann erstmal bloß dann wirklich beurteilen, wenn ich mal geflügt habe, wo der Boden halbwege einen ordentlichen Zustand wieder hat. Dass der Flug ordentlich reingeht, denn das ist schon, das ist ja alles hier extrem flügen gewesen durch die Trockenheit. Selbst was ich gestern eben geflügt habe, da habe ich ein paar Stellen gehabt, da ging der Flug nicht rein, obwohl da ja jetzt neu besohlt ist, Spitzen alle neu und so. Da guckst du nicht schlecht, wenn der Flug dir ausfliegt, weil es einfach so hart ist. Naja. Aber wie gesagt, viel Feuchtigkeit im Boden ist noch nicht, dass das Video oberste Schicht ist ein bisschen nass. Und das war's. Zeichnung hin. Wie gesagt, normal hast du ja im Oktober, wenn das hier mal zählt oder regnet, dass du Becher hast, dass du erstmal 3-4 Tage warten musst, dass du überhaupt wieder auf den Acker kannst. Aber davon sind wir noch weit entfernt, dass das der Fall ist. So. Jetzt müssen wir noch einen Flug wenden, dass so andersrum steht. So. Flug, der sieht auch aus wie Sau durch das Wetter gestern. Diese Nieselregen und diese Stöbelnverbindung dazu, dass es noch immer schiebt trotzdem. So, müssen wir mal gucken. Die müsste passen von der Einstellung her. Probieren wir einfach mal vorsichtig langsam. Wie es aussieht, ist jetzt hier hinten geht der Flug wieder nicht rein. Momentan. Mal sehen, ob er jetzt mal einzieht. Das ist das Hauptproblem hier an der Sache.
da nicht so reingeht, wie er soll. Jetzt kommt er langsam. Am Anfang fahre ich eben, wo die erste Bahn fahre ich nicht so schnell. 5-6 km/h bloß, damit wir die alle nicht so weit rüber schmeißen, dass sie nicht beim Nachbarn landet, wo sie nicht hingehört. Könnte man trotzdem noch ein bisschen tiefer nehmen vor dem Flug. Man sieht, so kommt noch immer trockene Erde raus. Also wir haben die schon einen enormen Flugverschleiß gehabt, muss ich sagen. Was Kupferstare sind und so, da habe ich die schon, ach weiß ich nicht, im Enddrittel der bearbeiteten Fläche runtergeraspelt, weil ich sonst, sag ich mal, dann mache ich die dreifache Fläche mit den Scharen, kannst du bald sagen. Und es ist auch so gewesen, dass das ja nicht bloß bei uns ist. Bei den ganzen Betrieben eigentlich, die das betrifft, durch das, durch den harten Boden. Das ist sogar bei vielen Verschleißstellen, was Flugschare und Grubberspitzen sind für die Schwergrubber und so. Das ist das dort Lieferengpässe sogar gab jetzt. Aufgrund, weil eben so eine hohe Nachfrage an Verschleißstellen jetzt da ist, dass das gar nicht geliefert werden könnte alles. Das habe ich hier, ich habe den kompletten Flug jetzt neu besorgt gehabt. Nachdem ich von Raps geackert hatte alles, und für die Wintergerste auch. Und da musste ich das alles neu machen. Und das ist eben das Problem gewesen, da gab es hier einen Teil der Flugschare, die eine Seite war nicht lieferbar. Weil ich das ja am Nachbau kaufe, weil es im Original mir zu teuer ist. Muss auch jetzt nicht jeder für sich selber entscheiden. Und dann hat da die Firma noch, wo ich meine Teile bestelle, noch bei einer anderen Stelle angefragt, Nachbau, hieß ja erst lieferbar, dann waren sie doch nicht lieferbar. Und letztendlich waren bloß noch die Originalen lieferbar und da habe ich dann zum Schluss Originale zum Preis für Nachbau gekriegt, weil die nicht liefern könnten, die Nachbaudinger, die ich bestellt habe, da war ich und da hatten die das so aushandeln können, dass ich die Originale zum Nachbaupreis kriege. Das ist aber auch gleich mal gut, finde ich. Da kann ich gleich mal sehen. Da habe ich gleich im Vergleich Originale und Nachbau. Mal sehen, was sich da abzeichnet, ob sich das eventuell dann lohnt oder nicht, in Originale zu investieren oder nicht. Ob sich da der Mehrpreis dann rechtfertigt mit längeren Standzeiten. Mal schauen. Also habe ich jetzt, dass die Schare noch eine Weile halten, wenn die 3 Hektar sind nicht mehr viel, die sind jetzt momentan noch neuwertig, die Schare, und dann gucken wir mal, wie sich das eben jetzt weiterentwickelt hier. Da muss ich auch sagen, ist das ideal mit dem Flug. Ich fahre bloß mit meinen 350 Kilo Frontgewicht und das passt. Da brauche ich kein großes Gewicht. Das Einzige, was eben vielleicht, sage ich mal, Nachteil oder was, ich weiß nicht, ob es direkt ein Nachteil ist, dass hier, dadurch, dass er kein variabler Flug ist, dann kannst du beim Training eben mit zusammenfahren, ist, dass du eben den mit dem Oberlenker einfahren musst, dass du den Platz hinten hast zum Durchdrehen fürs Rad und titscht das Rad auf und dann klappt das Rad nicht ordentlich um. Das ist so der einzige Nachteil momentan, würde ich sagen. Den ich so festgestellt habe, dass du eben immer viel mit dem Oberlenker arbeiten musst. Aber das geht schon, wenn das dann, sag ich mal, ich bin noch momentan am Anfang mit dem Flug. Das läuft schon wesentlich besser jetzt. Aber wenn der Arbeitsablauf dann mal richtig drin ist, denke ich, dass das alles soweit funktioniert. So, jetzt können wir hier Drehzahl geben. Dann können wir jetzt ordentlich fliegen. Jetzt fahren wir so mit 8,6 km/h flüge ich, das denke ich, das ist so gut, das müssen wir vorne nochmal nachjustieren, das ist vorne ein bisschen tief.
Wie gesagt, wenn er halbwegs reingeht, das eigentliche Flugbild, momentan bin ich echt zufrieden. Hätte ja alles eingehen, dass das überhaupt nicht passt. Aber ne, das ist soweit alles in Ordnung. Und ja, ich glaube, das Denkmal haben momentan, dass diese Ungleichmäßigkeiten, die aufgetreten sind, liegt hauptsächlich wahrscheinlich am harten Boden, dass der Flug stellenweise nicht ordentlich reingeht, wie er soll. Und ich habe ja auch diese Vorsteller dran gehabt, die habe ich ja nur umgerüstet auf diese Düngeinlegebleche, dass ich den Durchgang erhöht habe dort, weil wir ja viel Mist einackern bei uns auch, dass die organische Masse da durch kann. Dass ich das, und das habe ich euch ja gestern, was für die Kartoffeln ist, da habe ich Mist gestreut gehabt, das eingeagert. Passte mal ganz selten, dass man wirklich wenn ein großer Batzen lag oder was, aufgrund, weil ja der Mist relativ trocken war, dichter, dass es den nicht so schön zerruppt hat beim Pflügen. Beim Miststreuen und dadurch die Batznase, wenn man das ein bisschen raus, aber sonst hat er alles sauber eingelegt. So Ausfallgetreide alles. Das rote Hafer war ja stellenweise so groß. Das hat er alles sauber eingelegt, muss ich sagen. Da kann ich mich nicht beschweren, da bin ich jetzt momentan super zufrieden mit, was der so für ein Flugbild eben abliefert.